Bundesliga als Torwart vorrangig. Er ist ein exzellenter Torwart. Leider kann nur einer im Tor stehen und jetzt können wir anfangen. Es sind 20 Meter Entfernung zum Tor und Köpke heraus aus seinem Kasten. Gut gemacht. Und den holt er glatt raus, der Andi Köpke. Unglaublich. Andreas Köpke, sagen Sie bitte einen Satz. Es ist so, dass es schwer wird für mich, da jetzt im Moment die Nummer 1 zu werden. Andi Köpke, die 1 oder 2 in Deutschland, nur der 2. Und das machen sie höhelos. Muss man halt ein bisschen höher springen, aber. Dieser Köpke für mich die Nummer 1 in Deutschland. Endstation Köpke. Die Angst des Torwarts von 11 Metern, aber die kenne ich nicht. Endstation Köpke. Hey Leute, habt ihr das? Gesehen, ich will mal grad es nicht verstehen. Er hat das Leder abgezogen. Unhaltbar, das ist nicht gelogen. Wie kann das sein? Das Ding ging nicht rein. Im Tor muss ein Hexer sein. Betty, Betty, schau dir das mal an. Hier ist der Mann, der alles kann. Er kann flip, flip, fliegen wie eine Rakete. Er hat tausend Pläne, die sehen wie Magnete. Betty, Betty, stell dir vor, du weißt nur Nummer 1 mit Andi im Tor. Wir sind im Moment gut drauf. Ferdi Wuchs, schauen Sie sich mal diesen Köpfe an. Halten Sie sich fest, jetzt kommt der Moment der Momente. Wer hat die besseren Nerven? Andi Köpke, der Torhüter Nürnberg, die gegenwärtige Nummer 1. Wenn der schießt, ist ein Loch im Netz. Andreas Köpke, er hat es in der Hand. Andi Köpke, läuft an, Ibler, Power, kratzig am linken, kratzig am rechten Knie. Tor! Der Mann, an dem sich die Mannschaft aufrichten kann. Dieser Köpke für mich die Nummer 1 in Deutschland. Ja, recht hat er, oder? Adi. Muss man sagen, er hat recht und kann es gar keine andere Entscheidung geben. Ich sehe es genauso. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der bessere Mann. Vielen Dank. Und damit zurück ins Studio.